yeah! Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein paar Minispiele. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Mario & Luigi Paper Jam Bros. Wir stehen hier dem Infozentrum der Lakito auf den Trippeltropen. Und wie im letzten Part gesagt, werden wir heute einige Minispiele angehen. Ja! Denn wir benötigen wieder Toads, um einen Kartonkoloss zu bauen. Wie immer anscheinend. Nein, stimmt nicht. Wir brauchen Toads, um ein Boot zu bauen. So rum wird ein Schuh raus. Ach ja. Ich bin auch relativ zeitlich gerade ein bisschen genervt. Denn es ist relativ spät. Und diese Aufnahme könnte tatsächlich ein bisschen zu spät kommen. Zu dem, was ich eigentlich sonst so mache. Von zeitlichen Aufnahmen her. Deswegen entschuldige ich, wenn ein bisschen genervt klingen sollte, aber ist ein bisschen. Gehen wir trotzdem mal auf die tropische Papiertortjagd. Eile allen Papiertorts in dem Gebiet zu Hilfe. Okay. Das kriegen wir hin. Hoffentlich. Na dann gucken wir mal. Okay. Oh. In dem Cooper? Das ist okay. Sieht ungewöhnlich aus, wenn er in dem Cooper drin steckt. Eine Sekunde Zeit. So. Ich muss kurz noch was regeln. So, Cooper. Steh ab, Cooper. Oh, er steht noch. So ein Mist. Haha. 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 Oh. Man kann dem mehrfach wehtun. Das finde ich super. Mehrfach ist immer gut. Oh, ja. Ich muss Paper Mario definitiv mal aufbessern irgendwo. Ah, und er ist down. Sehr schick. Hi, Toad. Bye, Toad. Gut. Und weg mit dir. Super. Und ja, wir müssen Mario definitiv irgendwo nachziehen vom Level. Der hat ein bisschen was hinterherhängen. Unglaublich, berühmte Mario hat mich gerettet. Wenn ich das meinen Freunden erzähle. Ja, in diesem Fall war es wirklich Mario. Dieses Mal. Ah, natürlich. Renn vor mir weg, Toad. Ah. Hab dich. Voll in die Mauer rein. Wenn ich verfolgt werde, muss ich einfach rennen. Das ist eine Art Abwehrreflex. Danke, dass ihr mich angehalten habt. Jetzt geht's mir wieder besser. Nummer 2 von 20. Super. Blubberblasen. Blasende Toads? Was zum Teufel? Okay. Wie? Wie soll ich die da rausholen? Ah, so hole ich die raus. Okay, ich muss einfach warten. Danke, dass ihr mich befreit habt. Die Blase war einfach furchtbar stinkig. Stinkig? Stickig. Stinkig. Ha. Die waren so böse auf mich. Nein. Oh. Hab dich. Endlich in dieser Albtraum am Ende. Habt vielen Dank. Jo. Kein Ding. Machen wir doch gerne. Na, komm schon. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, muss man kein zweites Mal machen. Also die ganzen Toads hier aus dem Laden raussammeln, das ist irgendwo ein bisschen, Und glaube ich, der berühmte Mario hat mich gerettet, wenn ich das meinen Freunden erzähle. Was? Gibt zwei von euch. Hm. Ah, dafür haben wir die Hand. Aha. Guck mal an. Puh, ein Glück, dass ihr mich befreit habt. Ich schwebe schon seit Tagen hier herum. Seit Tagen? Mein Beileid. Gut, wir sollten auch die Fähigkeit nutzen, um die wirklich zu befreien. Heißt, wir müssen hier vorne einmal A, B, Y drücken und einmal Y drücken, um zu treffen. Hab dich? Jawohl.
danke, dass ihr mich befreit habt. In dieser Blase war es furchtbar stickig. Ja, müssen wir. Scheinen sich zu wiederholen, die Toads. Finde ich nicht so toll. Aber wäre auch zu viel des Guten gewesen, wenn sie sich alle... Oh mein Gott, das sind so viele. Wenn alles gleich labern würden. Oh, ihr klein gemein. Wirklich? Ah. Ah. Da unten ist auch noch einer. Den habe ich gesehen. Ah. Das ist eine angenehme Überraschung. Wie schön, euch hier zu sehen. Eek. Na dann, habe ich da oben noch einen übersehen? Oder hier unten irgendwo einen? Ach komm, da unten ist einer drunter. Haha, hallo. Oh, ihr seid es. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich traute mich nicht aus meinem Versteck heraus. Voll auf diesem Papierfelsen. Pappfelsen. Okay, verstehe. Verständlich, verständlich. Ich nehme an, ich muss keine von den Cheep-Cheeps umhauen. Oh mein Gott, wirklich. Hab dich. Aber da hinten beim Cooper ist einer. Ja, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Alles gut, alles gut. Ah. A, B. A, B, Y. A, B, Y. Na komm. Und zwar jetzt. Gut. Puh, ein Glück, dass ihr mich befreit habt. Ja. Wie könnt ihr seit Tagen hier rumschweben? Da scheint aber keinen dabei zu haben, der Cooper hier vorne. Geht es noch irgendwohin weiter? Ja, da sind auch noch zwei. Also wir haben insgesamt da hinten 5, hier haben wir 2, das sind insgesamt 7. Plus ein paar weitere. Ach, als ob die jetzt nicht hier hochkommen. Wait, what? Aha. Ach, kann ich so einsammeln, ohne die zu betatscheln oder was? Hab dich. Oder das mit mir quatschen wollen, das ist nicht gut. So, da haben wir hinten noch den einen. Bei dem Cooper. Bei dem hier. Oh ja. Genau. Ach, ich würde gerne sehen, was passiert, wenn man die einfach mal angreift, indem man sie, naja, greift. Was da wohl passiert? Gute Frage an sich. Was mag da passieren? Hammer? Ah, Gesende ist ausweichend. Super. Ah. Er hat's überlebt. Und Cooper-Ausweicher. Super. Tschüss. Hey. So. Da noch dich einmal rausnehmen. Mit unserem Paper. Papiermännchen. Jawohl. Aber er steht noch. Und er ist down. Jawohl. Hi Toad. Bye Toad. So, ganz schön lange die ganzen Toads hier einzusammeln. Ich hoffe, das muss ich auf Zeit machen. Endlich dieser Albtraum am Ende habt. Vielen Dank. Ja, welche Albtraum. Ich weiß nicht, wovon du quatscht. So. Warte mal auf. Und? Oh. Ich muss jetzt alle hochtreiben. Okay. Und jetzt. Fünf auf einen Streich. Fehlt noch einer. Wo ist der letzte? Crap. Habe ich irgendwo eine Blase übersehen? Oder irgendwo ein Cheep-Cheep, der den gefressen hat irgendwo? Nein?
Bei den Sheep, wenn die ins Wasser fallen sollten oder gefressen werden von denen, ist es ein bisschen doof. Weil die ja komplett ausbleichen, ne? Ach, da vorne so. Hi! Wah! Yeek! Oh, ihr seid jetzt, danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich tausche mich als Verstecker aus. Okay, langsam werden sie echt repetitiv. Aber wir haben alle Papiertauts. Yay. Yay. Gut. 20 Münzen. Ja. Glückwunsch. Weiche der nächsten Attacke aus und vermehre deine Sternpunkte um 50%. Schick eine neue Karte. Weiter geht's. Vergiss nicht zu speichern. Ja, speichern machen wir immer nach dem Part. Kann man sicher sein, dass man nichts verpasst hat. Falls die Achtung mal nicht klappen sollte, theoretisch. Hilft dem Papiertauts dabei, von den neugierigen Flygeist entdeckt zu werden. Was? Ohne von den Flygeist entdeckt zu werden. Okay. Welche Flygeist? Oh. O. A. I. Meine Güte. Das sind ganz schön viele. Ach du Schande. Oh, ich kann nicht gegen die kämpfen, oder was? Ich kann nicht auf sie draufhämmern, okay. Also ich muss sie wirklich nur einsammeln und darf nicht von denen gesehen werden. Das ist natürlich was. Gut. Der dreht sich um? Natürlich. Okay, ist einfach nur eine Stealth-Mission, wo ich hier durchlaufen muss. Okay. Das kann ich. Da bin ich Experte drin. Da bin ich Experte drin. Sowas kann ich immer. Ist kein Problem für mich. Nee. Genau. Da vorne waren auch zwei. Da muss ich genau durchlaufen anscheinend, wenn die irgendwo so sind. Oh, das ist gemein. Das ist ein gemeines Timing. Das ist mies. Aber easy machbar, wenn man es so halbwegs beherrschen kann. Okay, da durchzukommen. Ist relativ einfach. Hi. Den kann man gerne mal sehen. Auf den werde ich einfach drauf fallen. Super, den haben wir. So, was haben wir hier noch? Ah, vorne haben wir einen. Easy mitgenommen. Vorne haben wir auch noch einen. Also die reagieren darauf, wenn einer in der Nähe ist. In der direkten Nähe. Ach du Schande. Sprint. Hi. So, zurück zum Anfang. Ist gut, ist okay. Fehlt jetzt nur noch einer. Den müssen wir auch kurz mitnehmen. Der ist ja auf dem Weg hier vorne hin gewesen. Der, wo war der? Der war hier vorne, ne? Ne, da oben war der. War der da oben? Wo war der? Da unten. Hi. Total übersehen, den Kollegen. Ich hoffe, dass es da keine schwere Version von gibt. Auf Zeit ging es auch noch klar.
Wir haben 100 gerettete Toads. Ui. Die freuen sich bestimmt alle. Gute Nachrichten. Jo. Ihr habt genug Papiertoads gerettet, damit wir euch beim Bootbau, beim Bootbastel helfen können. Ah. Wow, seht nur, wie viele wir sind. Mit der geballten Kraft der Papiertoads ist da so ein Boot in 0, nichts gebastelt. Ich gehe jetzt zurück zum Dock und bringe die ganze Sache in meinen Gang. Treffen wir uns später genau dort, ja? Er hat doch gelacht, wenn das Boot bis dahin nicht zum Auslaufen bereit wäre, ja. Los geht's, Team. Basteln wir uns ein Boot. Whee! Alles klar. Mission haben wir keine mehr. Das heißt, wir gehen gleich die anderen Dinger an, wenn wir hier schauen. Gelingt es dir, folgende Herausforderung zu meistern? Belohnung? Erfolgreich 23 oder mehr Missionen? Huch. 23 Missionen? Menge. So, was haben wir für schöne Missionen hier? Abgesehen davon, dass es noch eine Sache fehlt in Richtung Quiz. Das Quiz fehlt uns noch. Das wollte einer ja nicht mitmachen bei uns. Hm. Okay, wir müssen die Mission von gerade machen auf schwer. Das ist machbar. Und dann müssen wir das Quiz noch suchen. Hihi. Gut. Kennen wir. Man darf gar nicht erst überrascht werden. Okay. Auch machbar. Wir dürfen nicht gesehen werden. Niemals. Okay. Niemals nicht. Niemals. Gut, das heißt, wir dürfen aber hier am Strand vorbeilaufen und die ganzen Toads mal mitnehmen, die hier alle rumgummeln. Okay, die können ein bisschen kniffiger werden. Das ist genau wie gerade. Hi. Okay, die beiden nerven. So ein bisschen. Okay, passt auch. Fehlt nur noch der Restweg. Also der hier vorne. Den haben wir. Und die drei, die hier hinten sind. Waren die drei oder fehlt nur einer? Ne, es waren drei. Okay. Nein! Come on, ich hab den fast gehabt. Ah, das ist Bullshit. So ein Mist. Erneut versuchen. Ah, das war gemein. Ich hätte den fast gehabt, die Sau. Ah. Ach, komm schon. Das ist timingsmäßig echt scheiße. Oh mein Gott. Das ist richtig mies. Wir kriegen es aber hin. Hab dich. Einmal richtig getimed und dann kriegt man sie. So was Gemeines, ey. Das ist aber wirklich gemein getimed. Also, zu timen ist richtig fies. Aber wir haben es geschafft. Gut. Weiter geht's, vergiss nicht zu speichern. Ja, blöd nur, dass uns immer noch das eine Minispiel fehlt. Das heißt, wir werden uns ein bisschen noch umschauen müssen, ob wir es noch finden. Kann ja sein, dass es dort hinten zu finden ist. Also hier. Oh mein Gott, wie groß ist denn das Gebiet noch? Ah, da ist der Weg zur Wüste. Ah. Okay. Wenn da der Weg zur Wüste ist, dann ist nicht mehr allzu viel hier zu tun. Wir gehen trotzdem mal rüber. Und schauen uns einfach mal um. Wir haben noch ein bisschen Zeit heute, ne?
dann machen wir ein bisschen länger ein Part draus, was soll's. Ein bisschen erkunden geht immer. Never mind, wir kommen hier nicht durch. Okay, wir kommen da nicht lang. Okay. Das spielst du direkt. Nein. Nö. Lass das mal besser sein. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Das Spiel will mich nicht. Okay. Danke, Spiel. Hab's schon verstanden. Nett. Gut, dann müssen wir aber auf jeden Fall mal zurückgehen. Zurückgehen und hier ein paar Sachen noch abklappern, die wir nicht gemacht haben. Namentlich hier unten die Kiste mitnehmen. Für ein super Bonbon. Und dann einmal. Hier am Strand ist nichts. Da kommt nur ein Cheep-Cheep hoch. Hier die Kiste mitnehmen. Den Block. Und da vorne die Kiste. Block. Block. B-L-O-C-K. Drei Superpilz. Aber das war sehr weh, die mitzunehmen. Eieiei. Oh, crap. Die habe ich, okay. A-B-A-B-Y. Und einmal rüber. Nicht vom Cheep-Cheep errannt werden. So. Dann gehen wir zurück zum Toad-Gebiet und suchen mal den Quiz-Toad. Der müsste auch irgendwo zu finden sein. Das ist nicht. Wo ist er denn? Au! Why? Okay. Papier-Koopa, stirb! Ich sagte, stirb! Er lebt immer noch. Mist. Haha. Die sind einfach auszuweichen. Und auch einfach zu kontern. Einfacher als die normalen. Ist okay. Geht vollkommen in Ordnung. Eins und zwei. Und ganz viele Sprünge hinterher. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Perfekt. Und gibt es noch einen Superpilz. Und ein Level Up für Luigi. Für Level 10 schon. Müssen wir gerne mit. Menge KP. Menge KP hat er momentan. Cool. Sehr cool. So. Wir sollen das Boot abgeben. Ich will noch das Quiz machen. Ja, so bist du glücklicher Tod. Okay. Wir können ihn noch gar nicht machen. Okay. Das ist, Bisschen doof. Oh, Cutscene. Das Boot ist fertig. Allerhöchste Bastelkunst. Schwebt förmlich über die Wellen. Kommt an Bord und fühle dich ganz wie zu Hause. Oh, nicht schlecht. Endlich gibt es einen Ausweg von dieser Insel. Wie bitte? Du willst wissen, ob wir mit euch im gleichen Boot sitzen? Naja, also eigentlich haben wir uns für ein anderes Verkehrsmittel entschieden. Genau, wir kümmern uns um den Transport der Papiertoads zum Pilzpalast. So habt ihr eine Sorge weniger. Als wir das Boot bastelten, haben wir ganz zufällig Lakito getroffen. Und da wir ganz zufällig auch auf dem Weg zum Pilzpalast sind, können wir die Papiertoads auch mitnehmen. Ha. Viel Spaß. Vielen Dank für eure Hilfe, Jungs. Viel Glück da draußen. Okay, Leinen los. Im nächsten Part. Wir wollen uns nicht die Dingens verderben, oder? Die Überraschung, was passieren wird, oder? Ich bin gemein. Aber ja, ich danke wie immer fürs Zuschauen. Im nächsten Part fahren wir Boot. Ja! Ha. Und schauen wir weiter. Also dann, Leute, ich verabschiede mich. Wie immer, wenn euch der Part gefallen haben sollte, auch wenn ich ein bisschen miese drauf war am Anfang des Parts, scheiß drauf. Wir hören uns das nächste Mal. Ja, Kommentar, Like, könnt ihr gerne da lassen, wenn ihr wollt, aber müsst ihr nicht. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.